Da bist du ja. Magister Milam sucht nach dir. Das lief ja besser als erwartet. Ja. Weiß ich nicht genau. Maria de Lunas Imperium der zarten Düfte? Ach so. Hey, es hat funktioniert. Keiner wird jemanden verdächtigen, der bereits im Tempel ist. Mein Auftraggeber ist im Chronikum. Halt dich von den anderen Gebäuden einfach erstmal fern. Den Rest improvisieren wir dann. Okay. So, jetzt vielleicht ein paar Worte darüber, wohin ich dich eigentlich bringe. Mhm. Mein Auftraggeber heißt Konstantin Funkenschlag und ist einer von Narazul Aranteals ehemaligen Magiern, die der Großmeister hier aus Nerim mitgeschleppt hat. Okay. Einer der ehemaligen Erzfeinde des Ordens also. Du wirst sehen, er ist ein richtig sympathischer, sanftmütiger Kerl, weshalb er sich hier auch so gut einfügt. Plus, er versteht eine Menge von Magie. Auch die Sorte, die für die heiligen Hüter hier nicht brav genug ist. Mhm. Deswegen hoffe ich auch, dass er weiß, was es mit deinem Fieber auf sich hat. Na, dann hoffe ich's mal. Also, komm mit. Okay, ich komm mit. Oh, die Musik. Weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, es geht um den Folianten. Die ist echt schön. Was ist denn hier? Hier gibt's bestimmt auch irgendwo ein magisches Symbol. Ich muss in jedes Haus. Das muss ich mir wirklich zur Aufgabe machen, weil hier überall so ein magisches Symbol sein könnte. Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn sich da so einige beteiligen würden. So, gehen wir mal da hoch. Und vor allen Dingen muss ich mich auch mal ganz herzlich dafür bedanken. Du hier? Ich dachte, du wärst in der Stadt. Dass so viele positive Resonanz gekommen ist. Und jetzt bin ich wieder ruhig. So, da wären wir. Schön. Nein. Warte. Ihr macht das vollkommen falsch. Ich bin doch nur vorsichtig. Gar nichts müssen wir. Hör damit. Wow. Himmel, Arsch und Zwirn. Ach, das kommt davon, wenn man Stümper ans Werk lässt. Messer Funkenschlag? Oh. Mach grad sein Schnürsenkel zu. Wer seid ihr denn jetzt schon wieder? Ihr hattet mich beauftragt? Der Magister, wisst ihr nicht mehr? Stimmt, ja. Josef, der Strauch, die. Und was ist, hattet ihr Erfolg? Hä? Jesper ist mein Name. Und ja, hatten wir. Ich... Vor, ihr erklärt mir erst einmal, wann ich euch gestattet habe, eure Bettbekanntschaften hier hochzuschleppen. Soll ich euch noch einmal die Bedeutung der Worte streng und vertraulich erklären? Ihr könnt mir sicherlich eine ganze Menge erklären, aber vertagen wir das lieber auf später. Das schöne Fräulein hier braucht nämlich dringend Hilfe. Arkanistenfieber. Arkanistenfieber? Was geht mich das bitte schön an? Sollen sich die Hüter mit ihren heiligen Ritualen doch darum kümmern? Und überhaupt, warum das alberne Kostüm? Diese Frau hier ist besonders. Die Magie in ihr ist ungewöhnlich stark. Und außerdem ist sie Fremdländerin. Sie kommt aus Nerim, genau wie ihr. Na schön. Der Heimatgefühle wegen. Ich hoffe, ihr vergeudet nicht meine Zeit. Mit diesen Götterlämmchen zusammenzuarbeiten, bringt einen vernünftig denkenden Menschen wirklich um den letzten Nerv. Mhm. Der Stuhl da hinten setzt euch hin. Ich sehe mir das mal an. Oh oh. Der macht mir doch ein bisschen Angst. Naja, aber egal. Setzen. So. Das wird jetzt ein wenig kitzeln. Tatsache. Das fühlt sich wirklich seltsam an. Wow. Vielschichtig. Und verdammt mächtig. Und ihr wollt mir wirklich erzählen, dass ihr eure Begabung erst kürzlich entdeckt habt? Bei eurer Aura ist es ein Wunder, dass ihr euch noch nicht längst in den blauen Tod verwandelt habt. Hm? Erzählt mir, was passiert ist, und zwar alles. Wegelosigkeit, wohin man schaut. Wohin soll das nur führen? Verstehe. Also, das mit diesen Visionen halte ich für Unfug. Und da hat euch euer Verstand einfach einen Streich gespielt. Mhm. Was ja auch kein Wunder ist, wenn man bedenkt, was ihr auf dem Schiff alles erlebt habt. Ihr hattet wirklich Glück, dass euch der Magieausbruch nicht gleich die Rübe vom Rumpf gepustet hat. Mhm. Wie genau funktioniert Magie denn nun eigentlich? Was hat es mit diesen Eventualitäten auf sich? Bei allem, was recht ist, ich werde jetzt nicht den Tutor für euch spielen.
Wenn ihr etwas über Magie lernen wollt, dann lest etwas von Balidor Goldenstein eher. Der Blick auf das Meer der Eventualitäten. Neben der Realität, die wir gerade erleben, existieren unendlich viele andere, in denen jeder erdenkliche Zustand vorhanden ist. Dieser Raum mit den exakt selben Leuten. Bloß, dass Messer Funkenschlags Bart brennt beispielsweise. Was einen Arkanisten ausmacht, ist, dass er diese Realitätszustände, diese Eventualitäten, zeitgleich zu den unseren sieht und sie teilweise wahr werden lassen kann. Aha. Sieh mal einer an, Yusuf. Ihr überrascht mich. Dafür werde ich bezahlt. Wie mächtig ein Arkanist ist, hängt von drei Dingen ab. Okay. Welche Eventualitäten er sehen kann, wie gut er sie Wahrheit werden lassen kann und wie gut er zwischen unserer Realität und den Eventualitäten unterscheiden kann. Aber wie bereits erwähnt, lest euch ein. Ich habe keine Lust, meine Zeit mit Unterricht zu vergeuden. Hey. Und diese Kuppel auf dem Meer, jedes Mal, wenn ich einen dieser Steine berühre, habe ich das Gefühl, mich an etwas zu erinnern? Das ist vermutlich ein Zeichen, dass ihr weniger Friedenskraut rauchen solltet. Talent und Können, ob nun magisch oder körperlich, entwickelt man nicht durch irgendwelche Erinnerungen, sondern durch harte Arbeit. Okay. Auch wenn uns dieses hirnverbrannte endraleische Gerede von dem Pfad und einer Vorherbestimmung was anderes vormachen will. Aber diese Vision, ich habe sie mir nicht eingebildet. Ach, wie ihr meint. Ich auf jeden Fall bin in jetzt fast 50 Jahren intensivstem Studium der Magie noch keinem solchen Phänomen begegnet. Und jetzt? Ach. Alles beginnt mit den Träumen. Was zum Himmel, Arsch und Wolkenbruch? Sieht dieser Raum für euch aus wie das Gesäß einer Hure? Oder warum meint ihr, hier munter rumgrapsen zu können? Diese Dokumente sind vertraulich. Ich wusste, dass es ein Fehler war, einen Groschendieb wie euch anzuheuern. Lashiri hatte schon immer... Wenn ich mich recht erinnere, waren es doch Träume, die eure Leute und Thealor Aranteal hierher geführt haben. Oder, Messer? Und du? Du hast mir doch damals erzählt, dass die verschleierte Frau in der Vision diesen Satz gesagt hat. Alles beginnt mit den Träumen. Genau. Was? Ist das wahr? Das stimmt tatsächlich. Aha. Dann, diese Nahtoderfahrung vor eurem Erwachen. Was sagtet ihr doch gleich? Was habt ihr gesehen? Ein gleißendes, grelles Licht. Verbrannte Körper und lauter Stimmen. Gut, ich... Das ist seltsam. Aber wie dem auch sei. Jetzt zählt ohnehin erst einmal, dass wir eure Magie unter Kontrolle bekommen. Mhm. Was auch immer ihr da hell gesehen habt, nützt uns nichts. Wenn ihr in ein paar Monden die Radieschen von unten betrachtet. Will ich nicht. Und wie bekommen wir sie unter Kontrolle? Tja, normalerweise ist das ein langwieriger Prozess. Ihr habt dieses Fieber, weil euer Geist von den vielen Möglichkeiten, die ihr nun plötzlich wahrnimmt, überfordert ist. Ja, und? Dieses Ritual, das die Endralea benutzen, um den Blick unter Kontrolle zu bekommen, nennt sich der Gang zum Wasser. Mhm. Im Grunde genommen bedeutet das, für ein Jahr tägliche, stundenlange Meditation, fades Essen und Abstinenz von allem, was Freude bereitet. Oh nein. Mit der Zeit lernt der Arkanist dann die Kräfte in sich zu kontrollieren, woraufhin das Fieber immer weniger wird und teilweise sogar verschwindet. Je nachdem, wie sehr ihr auf euren Geist achtet. Okay. Wir Nerimesen kennen jedoch eine Möglichkeit, diesen langwierigen Prozess zu umgehen. Eine Abkürzung, wenn ihr so wollt. Mhm. Ich selbst beherrsche sie zwar nicht, aber eine andere von uns. Sie heißt Lashiri und ihr solltet sie so schnell wie möglich aufsuchen. Eine Abkürzung? Hat es nicht einen Grund, dass dieser Gang zum Wasser so lange dauert? Ja, und der Grund heißt Rückwärtsgewandtheit. Mhm. Nicht mal die Scientia Sinistra dürfen die Arkanisten hier lesen. Aber bitte, wenn ihr Lust auf ein Jahr Askese und einen Eintrag im Register, mit dem man übrigens jederzeit euren Aufenthaltsort auf ganz Wind einsehen kann, habt, dann tut es. Mir ist das egal. In Ordnung. Wo kann ich diese Lashiri finden? In einer Ruine namens Alt-Raschengrad, unweit von Ark. Sagt ihr, dass ich euch geschickt habe, und gebt mir mal eure Karte. Mhm. So,
Jetzt müsst ihr schon arg blöd sein, um sie zu verfehlen. Am besten ihr geht umgehend los. Und ihr, Josef, ihr kommt mit mir und zeigt mir, was euer Ausflug an die Sonnenküste ergeben hat. Hoffentlich mehr als ein paar Flaschen Honigwein. Das soll doch mal verstehen. Was für ein Kauz, nicht wahr? Aber irgendwie mag ich ihn. Hier, das bin ich dir für deine Hilfe noch schuldig. Und falls du mal Lust auf Gesellschaft hast, komm einfach im Tanzen der Nomaden im Fremdenviertel vorbei. Da werde ich mich bis auf Weiteres einquartieren. Okay. Also, viel Erfolg beim Meistern der Magie, mein schönes Fräulein. Wir sehen uns. Ben, die ersten Schritte. Während der Haupthandlung Endereits habt ihr die Möglichkeit, eure Beziehungen zu verschiedenen Charakteren zu vertiefen. Folgt dazu den jeweiligen Quests. Und Obacht! Die Missionen sind nicht ewig verfügbar. Schreitet die Haupthandlung zu weit voran, bleibt der Handlungsstrang mancher Charakter verborgen. Okay. Gestartet. Wellenzähmen. Uiuiui, ich habe ganz viele Teleportrollen gerade gekriegt. So, so. Ja, das war irgendwie ganz lustig. Ich mag den auch irgendwie, den Funkenschlag. Oh nein, jetzt singt er schon wieder. Gestartet, jeden Tag wie der letzte, Teil 1. Jesper im tanzenden Nomaden suchen. Der hat's irgendwie mit diesem Lied. Was ist denn da oben alles drin? Salz. Ich könnte das mitnehmen, wenn ich wollte, aber mache ich nicht. Ich bin mal echt gespannt, wo diese Reise noch hingeht. Hier liegt natürlich jetzt alles kreuz und quer, weil das ja alles durch die Explosion hier umhergeflogen ist. Hier sind ganz viele Bücher. Es gibt also eine Abkürzung. Und diese Abkürzung müssten wir nehmen. Oh, das ist hier auch wunderschön. Mit diesem Globus und diesem Buch. Erzählung? Erzählung des Wanderers, der Vielgereiste. Gestartet die Kunst des Kampfes. Ups. Der Wanderer erzählt von einem neremischen Feuerspucker, der das Bogenschießen mit schmutzigen Tricks verband. Ah ja. Erzählt mir etwas mehr über euren Orden. Wer bin ich? Ein wandelnder Foliant? Lest euch doch die Aufzeichnung der Chronisten hier über den großen Krieg durch. Dort steht alles, was ihr wissen müsst. Wir sind ein Haufen ketzerischer Fanatiker, die Thealu Arantia als verblendetem Sohn in den Krieg gegen die Götter gefolgt sind. Nachdem die uns aber in der Schlacht von Xaroma glorreich schlugen, wurde Narazul eingekerkert und wir, seine überlebenden Anhänger, versteckten uns in den Bergen, um von dort aus feige und hinterhältig Anschläge auf das ach so erhabene Reich der Götter zu verüben. Aha. Warum so defensiv? Die Frage war nicht böse gemeint. Ach, natürlich war sie das nicht. Es ist nur... Ach, egal. Was? Wer im Tempel gehört alles zu euch? Außer ein paar Akolyten noch Juslan Charim, der begnadetste Entropist der zivilisierten Welt, und die Charipekast, unsere Spezialistin für alles, was mit P anfängt und jährisch aufhört. Aber seht euch doch einfach selbst um. Ihr habt ja ebenso Augen wie ich. Stimmt. Woher aus Nerim kommt ihr genau? Ach, das ist schwer zu sagen. Den Großteil meiner Zeit habe ich bei Narazuls Orden verbracht, aber in meinen jungen Jahren bin ich viel herumgereist. Nicht nur in Nerim. Und bei euch? Mit welchen der drei Idioten hattet ihr das Glück aufzuwachsen? Den idiotischen Nordreichrebellen, dem idiotischen Kanzler oder den idiotischen Sektenspinnern? Letzteres. Ostian, um genau zu sein. Ostian. So, so. Eigentlich ein schöner Fleck. Aber dieser verdammte Schöpfertempel hat ja sein Bestes getan, es in einen lebendigen Albtraum zu verwandeln. Offen gestanden war er es, wegen dem ich Narazul Arantia als Sache damals beigetreten bin. Ich war damals ein junger reisender Arkanist und wollte in Ostians Arena etwas Geld verdienen. Gegen ein paar wilde Tiere kämpfen, ihr versteht schon. Ich hatte viel über den Süden Nerims gehört und stellte mir einen exotischen Ort vor, an dem das Leben pulsiert. Gewürze, Abenteuer, schöne Frauen. Aber wisst ihr, wovon ich stattdessen begrüßt wurde, als ich das Stadttor erreichte? Nee. Wovon?
von Kreuzen, mindestens 50. Und an jeden davon war ein Mensch aufgeknüpft. Sie waren aufgestellt wie Bäume in einer Allee. Es war einfach furchtbar. Der Geruch von verbranntem Fleisch, überall die Schreie der Männer, Frauen und Kinder, die aus irgendeinem Grund gegen die Regeln dieses Gottes verstoßen hatten. Die Kreuze! Ich träume noch heute davon. Dieser Moment war es, in dem ich der Religion den Krieg erklärt hatte. Ich war es so leid zu sehen, wie irgendwelche Narren sich einander die Kehle aufschlitzten, nur weil sie ihre eigenen Probleme in irgendeine heilige Schrift oder eine übergeordnete Macht projizieren. Und das ist nicht einmal das Schlimmste. Fanatisch religiöse Menschen sind unbelehrbar. Warum tut ihr das, frage ich sie. Weil mein Gott es mir befohlen hat. Was soll man da noch sagen? Keine Ahnung. Deshalb macht mich dieser Ort auch so krank. Wir brauchen die Ressourcen des Ordens. Und sie brauchen unser Wissen. Und wichtiger, wir wollen beide dasselbe. Ja, hier herrscht Frieden. Aber Philosophie, freies Denken, so etwas sucht man hier vergebens. Es ist zum Erbrechen. Oh Gott. Das mit den Kreuzen, was ich gerade gesagt habe, das ist ja wie am Anfang, wo wir angefangen haben. Da waren ja auch diese drei Kreuze aufgespannt. Zwei große und ein kleines Kreuz. Und das sind so diese Gestiken aus Näherem gewesen. Weil die gegen irgendwas verstoßen haben. Oh, oh. Aber ist das Problem wirklich die Religion, nicht die Menschen, die sie radikal ausleben? Jein. Einerseits ja. Ein zufriedener Mensch wird eher selten zum Mörder, egal, ob er den Glauben des Schöpfertempels oder den Lehren eines kyranischen Philosophen folgt. Aber wenn dieser Mensch nun aus irgendeinem Grund unzufrieden wird, Hunger, Angst, geplatzte Träume, dann kann eine friedliche Philosophie im Gegensatz zu einer gewaltsamen, wie den Lehren des Schöpfers, den Unterschied machen. Ja. Was ist eine Religion denn am Ende? Ein Wertgebäude, eine Weltanschauung, eine Ideologie. Hm. Und selbst wenn es nur eine Zeile ist, die töte die Ungläubigen verlautbart, wie meint ihr, wird der unglückliche Mensch sie verstehen? Gar nicht? Auf Kyra wird viel darüber diskutiert. Und ich bekomme die Krätze, wenn der Klerus was von verschiedenen Lesarten oder Interpretationsweisen faselt. Mich interessiert, was da steht. Und wenn ich verflucht nochmal behaupte, mein Glaube sei friedlich, dann hat da töte den, töte das oder züchtige dein Weib nichts zu suchen. Ihr meint also, sobald eine Religion Inhalte hat, die radikal auslegbar sind, wird es auch Menschen geben, die das tun. Ja, versucht mal ein Massaker wie die Massenkreuzigung in Ostia mit einer Philosophie zu rechtfertigen, die wirklich friedlich ist. Das die vielleicht nur aus zwei Grundsätzen besteht wie achte und liebe deinen Nächsten. Töten ist immer verwerflich, gleich der Motive. Viel Erfolg. Das ist ja quasi so wie der, ich will es jetzt nicht sagen, aber wenn man das jetzt mal so ein bisschen vergleicht, erzählt uns das eigentlich eine Geschichte? Wie das ja jetzt, wenn man das mal so bei uns sieht, im Islam ist. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Weil das reicht schon, wenn ich es anspreche. Und das ist halt das Problem, wenn es so viele Religionen gibt und die dann auch sowas wie Gehaltverherrlichung haben. Sowas wie Ungläubige vernichten und so weiter. Und sowas, finde ich, gehört einfach nirgendwo rein. Und deswegen bin ich ganz froh, in einem Land zu leben, wo wirklich die Glaubensfreiheit ist. Und ich möchte nicht irgendwo dran gezwungen sein, weil glaubst du an Gott? Sei mal ehrlich. Glaubst du daran? Die, die es nicht tun, ist ja eigentlich egal, ob sie daran glauben oder nicht. Und das ist halt so in den manchen Staaten, die es ja hier auf der Welt gibt, leider so. Da muss man glauben. Wenn man nicht glaubt, wird man getötet. Und so weiter und so fort. Das sind so Sachen, die kann ich einfach nicht nachvollziehen. Und das sind einfach so Sachen, die aus dem Mittelalter kommen. Mal ganz im Ernst. Wir leben in einer Zeit, ich will jetzt das eigentlich nicht so weit aufgreifen, aber das könnte man mal so als Talkrunde machen. Ich bin eigentlich dafür, schreibt es mir einfach mal unten in die Kommentare, wenn ihr dazu was hören wollt. Wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Aber ich will eigentlich nur noch meinen Satz zu Ende bringen. Das hat einfach nichts mehr in dieser heutigen Welt zu suchen. Und wenn wir das erstmal ausgemerzt haben, dann
hat sich der Mensch tatsächlich mal weiterentwickelt. Denk mal drüber nach, über diese Worte. So, jetzt habe ich gut geplaudert. Ich weiß ja nicht, ich denke, die Menschen brauchen etwas, woran sie glauben können. Es gibt ihnen Hoffnung, Religion ist gefährlich, das steht außer Frage. Tja, das sind jetzt zwei Möglichkeiten. Beide sind richtig und auch falsch. Das ist das Problem, wie ich das schon sagte. Es gibt ihnen Hoffnung. Hoffnung beispielsweise, was wir hier auch haben, das ewige Leben. Wenn man jetzt mal so an den christlichen Glauben denkt. Religion ist gefährlich, das steht außer Frage. Das ist wiederum die andere Seite. Das, was ich ja schon gesagt habe mit Islam und so weiter. Religion ist da gefährlich. Ich frage mich, wie die Krankheit abläuft. Was meinst du? Naja, der rote Schimmer in den Augen. Ich nehme mal das Letztere. Sie ist es dann, wenn man mit seinem Glauben nicht bei sich bleibt. Ja, richtig. Sondern das auf andere übertragen möchte. Das stimmt. Das könnte vielleicht auch das große Problem sein. Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht irgendwas Falsches gesagt, aber ich meine, das ist halt so. Wenn man mal darüber nachdenkt. Huch, was ist hier los? Hin oder her? Das meine ich nicht. Ihr Tod hat ihn gebrochen, ja. Aber da war kein... Ich weiß nicht. Kein Hass. Ich geh mal raus. Ich brauche dieses Gespräch gerade nicht hören. Das war jetzt irgendwie so nachdenklich, dieses Thema, ne? Wenn man da so drüber nachdenkt, ist das schon ein sehr ernstzunehmendes Thema eigentlich. Also das könnte man nochmal hier und da woanders aufgreifen. Das muss man jetzt nicht unbedingt jetzt machen. Wieso ist da ein Pfeil? Ah, da bist du ja. Magister Milam sucht nach dir. Ach so, der Wegweiser. Weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube, ich soll auf den Marktplatz. Kann das sein, dass das so sein soll? Wo soll ich denn hin? Ach so. Venzim. Konstantin sagte, eine junge Magierin namens Lashiri könnte mit einem besonderen Ritual mein Arkanfieber heilen. Und mir so helfen, meine Magie ohne jahrelange Meditation kontrollieren zu lernen. Sie leitet derzeit eine Ausgrabungsstätte im hinteren nördlichen Herzland, die sich Alt-Rashingrad nennt. Optional den Wegweiser im Sonnentempel benutzen, den Myran für den Flug ins hintere Herzland benutzen. Da möchte ich eigentlich noch nicht hin, wenn ich mal ehrlich bin. Ich möchte eigentlich gerne Jasper im tanzenden Normalen suchen. Der müsste eigentlich auf dem Marktplatz sein, tatsächlich. Da. Wollen wir mal gucken, ob das da ist. Wenn es da nicht ist, ist es auch nicht so schlimm. Wir müssen ja irgendwie den Tag rumkriegen. Optional habe ich jetzt den Wegweiser. Oh, ich habe 100 Punkte dadurch gekriegt. Finde ich richtig gut. Okay. Das scheint hier hinter irgendwo zu sein, oder? Wobei, das zeigt eigentlich mehr oder weniger auf eine Tür. Die ist hier. Okay, ich hätte da auch durchgehen können. Dann wollen wir das jetzt machen, sobald, weil sonst vergesse ich das nämlich, wenn das nämlich eine Sache ist, die wieder verschwinden kann. Und ich möchte gerne jeden Charakter, den wir hier kennenlernen, etwas genauer kennenlernen. Weißt du? Und das geht am besten, wenn wir das jetzt machen. Ihr da! Warum schaut ihr mich so dämlich an, hm? Wollt ihr Stress, hm? Ihr braucht mich gar nicht zu ignorieren. Was ist euer Problem? Ihr habt meine Gefährtin dumm angeschaut. Ich hab's genau gesehen. Entschuldigt euch auf der Stelle oder es gibt Deck aufs Maul. Von mir. Wer ist eure Gefährtin? Das wüsstet ihr wohl gerne, was? Damit ihr sie verrühren könnt, meine Gertrude. Ja, hab euch durchschaut. Von Anfang an. Ich interessiere mich nicht für Frauen. Aha,
Dann wollt ihr mich verfrühen? Natürlich wollt ihr das. Ich wusste es in dem Moment, in dem ihr reingekommen seid. Hört mal gut zu, Fremdländer. Ich bin ein Mann mit Stil. Und mit eurer plumpen Kneipenschlägeranmache könnt ihr es gleich vergessen. Hä? Und jetzt entschuldigt euch, bevor ich wirklich garstig werde. Und darum übertreiben wir es nicht mit dem Alkohol. Ihr verspottet mich. Das lasse ich nicht durchgehen. Naja. Der schlägt Frauen! Der schlägt Frauen! So. Und nochmal. Naja, der kann bald nicht mehr. Er hat mich zwar getroffen, aber ich treffe ihn mehr. So, jetzt. Ich müsste meinen Powerschlag machen. Aber das geht im Moment irgendwie nicht, wenn ich beide Maustasten drücke. Jetzt geht's. So. Das war's. Ist ja schon gut. Lass mich einfach in Ruhe. Elende Schläger. Psche. Ich hab nicht angefangen. Was ist denn das? Schatzjäger gesucht. Für einen Auftrag sucht die Schraube. Hut und Fusch AG. Ein fähigen Mann oder eine fähige Frau, die sich auf das Aufspüren von Schätzen versteht. Bei ordentlicher Arbeit gute Bezahlung gewährleistet. Bei Interesse bitte im Gildenhaus Fremdenviertel anfragen. Okay. Hier gibt's ja immer so viele Sachen, die man machen kann. Die Hut und Fusch AG. Manche Menschen wissen einfach nicht, wo ihr Platz ist. Ich finde die gut. Fremdenviertel entdeckt. So, gehen wir erstmal in den tanzenden Nomaden und dann werden wir da mal gucken, ob wir da nicht, ich sag mal, mit Jasper geht so ein bisschen weiter. Was machen können. Ich bin gerade erst reingekommen. Ah, hier gab's ja die ganzen Spiele. Ja. Moment mal. Was haben wir denn da? Magische Disziplin des Elementarismus. Ich pack's mal weg. Ihr seid doch Fremdländer, oder? Ja. Ist das so offensichtlich? Nur wenn man weiß, worauf man achten muss. Ich habe selbst fremdländisches Blut in mir. So ist das. Wahl ist C. Erfreut eure Bekanntschaft zu machen. Sagt, Fremdländer, wenn ihr neu hier seid, sucht ihr vielleicht Arbeit. Ich bin selbst nicht von hier und suche eine tatkräftige Hand. Was wollt ihr von mir? Ich will, dass ihr etwas für mich findet. Wisst ihr? Ich bin Heiler. Genau wie mein Vater und mein Großvater. Okay. Als mein Großvater nach Enderal kam, tat er das im Auftrag einer Arka-Edelfrau. Eine noble Dame, die die Wissenschaft und die Heilkunst zu schätzen wusste. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Großvater verbrachte einen Großteil seines Lebens in einer alten Festung nahe dem zerstörten Dorf Nebelheim. Gemeinsam mit einem guten Dutzend anderer Apothekarien. Mhm. Mein Vater sollte damals in seine Fußstapfen treten. Aber bevor er eine Chance dazu hatte, brach die... Na? Die Pilzplage aus. Die Pilzplage. Meint ihr die Verseuchung des Flüsterwaldes? Die meine ich, ja. Hatte das mit den Forschungen zu tun? Das ist die Frage, die ich mir ebenfalls stelle. Wie ihr euch denken könnt, sind ihr bereits mehrere nachgegangen. Und offiziell heißt es, nein. Die Pilzplage war ein magisches Phänomen. Ein Fluch, wie die Bauern sagen, mehr nicht. Ich glaube aber, das ist nicht die ganze Wahrheit. Ich habe in den letzten 5 Jahren Nachforschungen angestellt. Und mittlerweile glaube ich, die Plage wurde absichtlich herbeigeführt. Oh mein Gott, die wurde absichtlich herbeigeführt? Warum sollte jemand wie... Ich habe langsam Knoten in der Zunge. Warum sollte jemand willentlich einen ganzen Landstrich verpesten?
Das sollt ihr für mich herausfinden. Reist zur alten Festung nahe Nebelheim. Dort haben wir damals geforscht. Mhm. Und wenn ihr eine Antwort für mich findet, soll es nicht zu eurem Nachteil sein. Okay, das freut mich. Aber dann werde ich ja selber krank, oder? Warum geht ihr nicht einfach selbst? Schaut mich an. Dann habt ihr die Antwort. Erwähnenswert ist wohl auch noch, dass seit diesem roten Wahnsinn gefühlte Armeen verunglückter Wanderer den Flüsterwald jetzt als Verlorene durchstreifen. Oh oh. Es ist zu gefährlich, um es auf den Punkt zu bringen. Deswegen wird es auch nicht zu eurem Nachteil sein, wenn ihr mir helft. Mhm. Warum ist euch diese ganze Sache so wichtig? Weil ich es verstehen will. Wisst ihr, wir Arasealer glauben an die Ahnenschuld. Mhm. Und wenn mein Großvater etwas mit dieser Katastrophe zu tun hatte, dann trage auch ich einen Teil der Verantwortung. Okay. Außerdem glaube ich, dass ich, wenn ich nur Zugriff auf die Proben hätte, einiges erreichen könnte. Der Pilz ist weitaus mächtiger, als die hiesigen Apothekarii glauben. Er kann töten, ja. Aber er kann auch heilen. Meinem Vater war das einerlei. Aber ich bin anders. Und wenn es eines gibt, das ich in meinem Leben noch erreichen will, dann ist es... Dann ist es Klarheit. Ich habe irgendwie so das Gefühl, der kratzt mir ab, sobald ich die Antworten liefere. Gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Wie komme ich zu dieser Festung und wonach soll ich dort suchen? Nach Aufzeichnungen, Proben und allem anderen, was von Relevanz sein könnte. Seht euch einfach okay. um. Hier, ich markiere euch die Festung auf eurer Karte. Am besten nehmt ihr den Myraden nach Nebelheim. Im alten Hafen dort findet ihr das Haus, in dem mein Großvater gelebt hat. Und dort, in einer alten Kommode, sollte sich auch noch der Schlüssel für die Festung befinden. Ich wünsche euch viel Glück. Wenn ihr das Material habt, treffen wir uns in der Unterstadt am Wasserberg. Dort ist mein Labor. Und danke. Wirklich. Mal was zum Großen. Das trostlose Feld. Na, da bin ich ja mal gespannt, was das wird. Mal fast zum Gruß. Geht in den Flüsterwald. So. Und durchsucht die alte Nebelwacht. Ich warte in der Unterstadt auf euch. Aber es ist hier irgendwie keiner. Irgendwie ist hier keiner, der mit mir spielen würde. Geht weiter. Ich will mal sehen, wenn ich mich jetzt hier hinsetze, ob jemand mit mir spielt. Dieser Spieltisch ist derzeit unbesetzt. Kommt abends oder nachts wieder, um zu spielen.